Hallo liebe Fabiana IMAC Zuschauer, Fabian hier. Das iPhone 5 ist ein Bestseller, keine Frage. Im Internet tauchen allerdings auch immer wieder Berichte von enttäuschten iPhone 5 Nutzern auf, die von folgenden Problemen berichten. Kratzer im Lack, schlechtem WLAN-Empfang und Display-Fehlern. Aber sind die Probleme wirklich so gravierend? Wie sich mittlerweile in diversen Tests herausgestellt hat, ist das iPhone 5 definitiv deutlich kratzeranfälliger als sein Vorgänger. Zahlreiche Geräte kamen bereits aus der Verpackung mit Macken am Lack, insbesondere an den Seiten. Diese Schäden sind meist kaum zu sehen, sollten aber bei einem knapp 700 Euro teuren Gerät nicht vorkommen. Allerdings sollten von den Out-of-the-Box-Schäden nur Geräte der ersten Generation betroffen sein, sowie schwarze iPhone 5. Apple wird oder hat hier bereits mit Sicherheit in den Fabriken schnell nachjustiert. Auffällig beim iPhone 5 ist aber auch, dass die Aluminium-Rückseite definitiv kratzeranfälliger ist als die Glasrückseite beim iPhone 4S. Aluminium ist nun mal einfach ein weicheres Material als Gorilla-Glas. Allerdings sollte man auch hier die Sache etwas differenzierter betrachten. Denn hier eine generelle, schlechte Qualitätsanmutung zu unterstellen, ist komplett falsch. Wie das iPhone 5 in diversen Tests gezeigt hat, zuletzt unter anderem bei der Stiftung Warentest, zerkratzt es zwar schneller als das Vorgängermodell, ist abgesehen davon aber äußerst robust und widerstandsfähiger als viele andere Smartphones. Das iPhone 5 überzeugte insbesondere bei den Falltests mit einem generell sehr stabilen Gehäuse, einem kratz- und bruchfesten Touchscreen und einer hartnäckigen sowie dauerhaften Funktionsfähigkeit. Solange man mit seinem iPhone 5 nicht gerade schwimmen geht, kann es auch Flüssigkeiten überdurchschnittlich gut trotzen. Als generelle Empfehlung kann man trotzdem sagen, wer sein iPhone 5 liebt, der spendiert ihm eine Hülle und steckt es nicht gerade mit Schlüsseln in dieselbe Tasche. Außerdem ist das lackierte schwarze iPhone 5 generell empfänglicher für Kratzer als das unlackierte weiße iPhone 5. Wer also keine Hüllen mag, sollte eher zum weißen als zum schwarzen iPhone 5 greifen. Darüber hinaus berichten einige Nutzer von fehlerhaften Displays. So kann man bei bestimmten Geräten unter bestimmten Umständen zwischen dem oberen Displayrand und dem Gehäuse einen kleinen Spalt erkennen, durch den das Licht dringt. Allerdings sind von diesem Fehler wohl auch nur einige wenige Geräte betroffen und darüber hinaus tritt das Problem wohl auch nur in sehr dunklen Umgebungen auf. Weitere gemeldete Fehler beim Display sind, dass es empfindlich auf Druck reagiert und dadurch Farbfehler oder Flackern produziert. Ein weiteres Problem des iPhone 5 scheint zu sein, dass die WLAN-Datenübertragungsrate insbesondere beim Synchronisieren mit iTunes deutlich geringer ist als bei anderen iOS-Geräten. Hierbei scheint es sich allerdings wohl um ein Softwareproblem zu handeln, wie man dem Apple-Forum entnehmen kann. Auch Inkompatibilitäten mit einigen Routern kommen in Frage. Kombiniert man die gemeldeten Fehler mit den Kartenfehlern der Apple-eigenen Karten-App, könnte man meinen, dass Apple einen ganzen Sack voller Probleme hat. Aber auch hier sollte man genau hinschauen. Zum einen kann ich mich an kein iPhone erinnern, bei dem zum Start keine Diskussionen um irgendwelche Antennen, nicht austauschbare Akkus, mangelnden Fortschritt, den teuren Preis oder sonst irgendetwas geführt wurden. Zum Bestseller wurde trotzdem jede Generation. Also können die Probleme vielleicht doch nicht so gravierend gewesen sein, wie sie vielleicht gekocht wurden. Hinzu kommt, das iPhone ist mittlerweile ein unglaublich populäres Gerät. Dementsprechend werden sich auch immer mehr Leute melden, die Probleme haben. Wenn man die Berichte im Internet verfolgt, scheint es sich bei den meisten Gerätefehlern allerdings eher um einen geringen Prozentanteil zu handeln. Die Fehler bei den Apple-Karten sind unbestritten. Aber lasst mal ein paar Monate ins Land ziehen und die Qualität wird mit Sicherheit deutlich besser werden. Abgesehen von einem kleinen Out-of-the-Box-Schaden am Lack meines iPhone 5, der kaum wahrnehmbar ist, bin ich mit meinem Gerät übrigens rundum zufrieden und kann die weiteren in diesem Bericht genannten Probleme nicht bestätigen. Genauso wenig wie die vier Leute aus meinem Bekannten- und Kollegenkreis, die ebenfalls ein iPhone 5 besitzen. Aber mich würde natürlich auch interessieren, wie sind denn eure Erfahrungen mit dem iPhone 5? Welche Probleme habt ihr mit dem Gerät? Oder habt ihr vielleicht gar keine? Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Ich freue mich auf eure Kommentare.
Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt euer Fabian.